Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Fates. Im letzten Part sind wir in den Norischen Palast eingedrungen, allerdings sind wir nicht ganz dort gelandet, wo wir hin wollten, sondern auf so einer Trainingsebene, sag ich mal, wo wir es mit jede Menge Gegnern zu tun bekommen. Und dem lieben Hans, Kotzbrocken Nummer 3, vor dem habe ich eigentlich nicht so viel Angst. Solange ich auf Distanz angreife, kann er mir eigentlich nicht viel. Ansonsten, klar, macht er gut Schaden, aber dazu sollte es am besten gar nicht kommen. Wir hatten zur Schlacht halt beim letzten Mal ja schon so ein bisschen angeguckt. Wir haben hier sehr, sehr viele starke Gegner. Gerade so die Berserker machen mir natürlich Angst, die haben 48 Angriff. Dazu sollten sie am besten gar nicht erst kommen, also dass ich die Feuer irgendwie abfange. Wir haben auch ein paar Einheiten, die wirklich gut austeilen können, aber auch ein bisschen was wegstecken. Gut, ein bisschen was Harmloseres haben wir hier auch, die Helden gehen, glaube ich, noch. Aber eben auch ein paar magische Einheiten. Wir haben diese netten Feuerkugeln, die uns das Leben schwer machen könnten. Und natürlich, aufgrund der Drachenadern, denke ich mal, dass auch noch fliegende Verstärkung kommen wird. Ansonsten wäre es ziemlich unnötig, wenn die Drachenadern nur dafür da wären, mich selbst auszubremsen. Also ja, wir haben da auf jeden Fall einiges zu tun in Form von 34 Gegnern. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass die alle aufrücken, weil dann habe ich ein großes Problem. Ich habe zwar genug Einheiten, die irgendwie was machen können, aber nicht so viele Einheiten, die vielleicht so einen Schlag von einem Berserker gut wegstecken. Deswegen, ich hoffe mal, dass die nicht auf mich zurennen, aber das werden wir ja feststellen. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Ich finde, die Aussicht hier ist ziemlich cool. Ich finde, die Map sieht auch ziemlich interessant aus. Mal gucken. Die Mission soll auch ein bisschen kniffliger sein, wie ich gehört habe. Das kriegen wir aber hoffentlich irgendwie hin. Ich habe mich auf die Mission vorbereitet. Ich bin also nochmal rausgegangen, in mein Schloss zurück und dann wieder hier rein. Ist ja kein Problem. Wir hatten ja noch gar nicht angefangen. Bevor jetzt Leute kommen, sie hat sich OP-Waffen gekauft, sie hat bestimmt geschmiedet und Supports gefarmt und trainiert und alles gleichzeitig. Nicht so ganz. Ich habe ein paar Mixturen verteilt, weil wir doch ziemlich viele verbraucht hatten in der letzten Schlacht. Und ich habe einige Heil-Items gekauft, weil gerade Sakura hatte, glaube ich, kaum noch Sonnenfest. Das können wir hier ganz gut gebrauchen. Das habe ich gemacht. Ich weiß nicht, ob ich ansonsten irgendwas in den Waffen verändert habe. Nicht bewusst, aber vielleicht Kleinigkeiten, aber nichts Großartiges. Was ich gemacht habe, und ich weiß, es wird jetzt nicht wieder jedem passen, aber ich habe die DLCs gemacht für Erfahrung und für Gold. Habe ich bei Noah auch schon gemacht gehabt. Also ich kenne die Texte nicht, die klicke ich immer durch, aber die Missionen kenne ich halt. Und jetzt kommen wahrscheinlich wieder alle, du warst vorher schon überlevelt und OP, jetzt bist du erst recht überlevelt und OP. Habe ich zum einen nicht so das Gefühl. Und zum anderen muss ich einfach ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit meinen Leveln nicht so wohl gefühlt. Also gerade so Charaktere wie Midori oder auch Mosu, die hatten dann so Level 6, 7, während alle anderen schon 10 hatten. Und es ist immer so ein bisschen schade, wenn du so ein paar Schwachstellen hast, sag ich mal, in deinem Team, die einfach nichts machen können alleine. Und das wollte ich ganz gerne ausgleichen, deswegen habe ich so ein bisschen trainiert, sag ich mal. Vorzugsweise eben die Charaktere, die noch so ein paar Level hinterhergehinkt haben, wie eben Midori, wie Mosu, wie Selki und so. Kann sein, dass die anderen auch zufälligerweise mal ein Level hochgegangen sind, aber prinzipiell habe ich versucht, eher die schwächeren Einheiten auf Level 10 zu bringen. Das war meine Intention, weil ich mich, wie gesagt, vorher einfach nicht so wohl gefühlt habe in meinen Leveln in Bezug auf die ganzen Gegner, die ich gesehen habe. Kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich weiß, dass viele Leute nicht davon begeistert sind, wenn ich offscreen trainiere, weil sie das Gefühl haben, dass das sowieso schon zu leicht für mich ist. Aber da ich keine Expertin bin und mir bei Camilla schon ein bisschen schwer getan habe, wollte ich das ganz gerne so machen. Fertig. Mehr Rechtfertigung gibt es von mir nicht. Ich fühle mich damit einfach wohler. Und ich habe anstelle von... Wen hatte ich rausgeschmissen? Ich hatte Azura, glaube ich, quasi auf die Ersatzbank gepackt für diese Mission. Habe ich Takumi auf die Ersatzbank gepackt, weil ich mir doch dachte, dass ein bisschen Reichweite nicht verkehrt sein könnte. Und ja, das ist das, was ich jetzt gemacht habe vor der Schlacht. Wisst ihr Bescheid, das will ich euch auch nicht vorenthalten. Und ich würde sagen, wir können dann loslegen. Boss besiegen! Gut, ich könnte jetzt versuchen durchzustürmen. Das ginge bestimmt. Aber, ja... Gut, ich würde bis hierhin kommen, aber ich glaube, dann wäre ich auch ziemlich tot. Also ich werde es so machen, wie ich es immer mache. Langsam aber sicher vorarbeiten. Ihr kennt mich ja, ich bin eigentlich niemand, der durchstürmt und versucht, die Mission so schnell wie möglich zu beenden. Mache ich manchmal, so wie bei Midori habe ich ja schon so ein bisschen abgekürzt.
Oder bei Azugi ging es ja zum Beispiel nicht anders. Aber prinzipiell nehme ich immer ganz gerne alle Gegner mit. So, ich würde gerne so schnell wie möglich die Drachenart dann aktivieren, weil ich glaube, besser zu früh als zu spät, wenn die Versteckung schon da ist. Ne? Also lieber jetzt im Vorfeld schon mal aktivieren, wenn da Versteckung kommt, dass die von vornherein eingeschränkt ist. Ansonsten, klar, hier unten will ich erstmal aufräumen. Ich weiß halt nicht, ob es schlauer wäre, erst nach links oder nach rechts aufzuschwärmen. Weil hier unten hat man natürlich das Problem, dass die von links und von rechts ziemlich leicht drankommen. Das Problem ist, wenn ich aber erst nach rechts oder links gehe, dass mir die hier im Nacken liegen. Das finde ich dann auch nicht so lustig. So, gucken wir erstmal, wie weit ihr so kommt. Wenn ich das richtig sehe, an die Drachenader kommt nur der Zauberer dran. Und das ist kein Problem, wenn ich da Hinoka oder so hinstelle. Die hat eine schöne Resistenz. Die hat, glaube ich, sogar Max-Resistenz. Da, 37 ist Max. Die Wächtermaginata erhöht das nochmal. Generell, so ein paar Charaktere haben bei mir Max-Werte. Kamui hatten wir ja auch schon gesehen. Oder ich glaube, Mosu hat auch einen. Also das geht ziemlich schnell tatsächlich, dass manche Maximalwerte haben. Ich habe da gar nicht nachgeholfen, aber okay. So. Okay. Das Problem ist, da kommt der Berserker dran. Da kommt der Held dran, wenn ich hier jemanden hinstelle. Und ich glaube auch nur der Held. Okay, merken wir uns das mal. Hinoka stelle ich auf jeden Fall hier hin, weil die kann den Zauberer von oben anlocken. Und die kann die Drachenader schon mal aktivieren. Ich weiß halt natürlich nicht, inwiefern dieser Wirbelsturm da außen das Feld innen beeinflusst. Also ob man dann quasi hier am Rand auch weniger Reichweite hat. Und ob es wirklich nur fliegende Einheiten betrifft oder auch normale Einheiten. Das müssen wir dann feststellen. Und ich würde die hier mit Azura aktivieren, weil sie ist da auch safe. Und vor allen Dingen, klar, ich könnte auch Yoma oder so dahinstellen, aber sie ist halt schnell wieder weg, ist die Sache. Deswegen wollte ich gerne die beiden fliegenden Einheiten dafür benutzen. Wenn was passiert, dann kann sie nämlich recht schnell wieder wegfliegen. So, ich könnte, wie gesagt, hier den Helden anlocken. Die Sache ist, dass da keiner hinkommt, weil hier ist wahrscheinlich Endstation für Einheiten, die laufen. Ich könnte natürlich hier jemanden hinstellen. Da wird der Berserker auch nicht drankommen. Da würden aber zwei Helden drankommen, die jeweils 36 Angriff haben. Ich könnte natürlich Mosu hinstellen, die würde aber dann auch 20 Schaden fressen. Die Sache ist, ich möchte, glaube ich, lieber hier unten anlocken. Gut, der wird garantiert die Feuerkugel aktivieren, deswegen... Wenn ich den markiere, dann geht halt die Reichweite auf die Feuerkugel über, das ist ein bisschen unpraktisch. Kann man bestimmt irgendwo ausstellen in den Einstellungen, aber ist jetzt nicht so schlimm. So. Die kommen natürlich überall dran. Also das heißt, die beiden anlocken wird ein bisschen schwierig. Aber die Generäle kann ich anlocken. Sprich, ich könnte mich daneben Kana zum Beispiel stellen. Links daneben. Da wird dann nur der dran kommen. Ja. Du hast 44. 44 ist ganz schön viel. Da wird selbst die kleine Mosu ganz schön Schaden von nehmen. Ich überlege halt, ob ich hier auch jemanden hinstellen möchte, schon mal zum Anlocken. Aber ich... Nee. Dann muss ich quasi eigentlich Oboro da hinstellen und dann habe ich hier unten das Problem. Aber eigentlich würde ich das schon ganz gerne machen. Weil die von unten sind nicht so das Problem. Wenn ich mich dann hier nämlich hinstelle, kann ich schon mal gleich zwei Helden anlocken. Wobei eigentlich mich nur einer trifft. Dann habe ich natürlich das Problem, dass der Berserker direkt vor mir steht. Huh. Ich bin mir unschlüssig. Also ich kann auf jeden Fall hier unten jemanden... Machen wir es jetzt mal anders. Die Charaktere, die nicht zwingend irgendwen anlocken sollen. So, Setsuna stelle ich mal hier einfach zur Unterstützung mit hin. Und ansonsten parke ich erstmal hier oben so ein bisschen die Charaktere, die jetzt sowieso erstmal nichts machen sollen. So. Aber die kommen wirklich nur bis
da. Ja, du kommst sogar ein Stück weiter. Okay. Du kommst bis da. Sprich, ich könnte hier Rinka hinstellen mit der Adamantkeule. Rinka könnte dann den anlocken. Okay. Nur mal so rein theoretisch. Ne, die haben eine ganz gute Trefferquote. Ich hätte überlegt, Ryoma da hinzustellen, so zum Anlocken. Aber dann vielleicht doch eher nicht. Man kann irgendwie die Trefferquote auch im Vorfeld ausrechnen, aber ich habe nicht so die Ahnung, wie. So. 44. 14, 18. 18 ginge rein theoretisch. Du kommst bis da, du kommst bis da. Also ich könnte hier jemanden hinstellen. Vielleicht mache ich das auch mal. Es tut weh, ja. Und ich lasse Midori als Unterstützung dort. Aber dann kann ich halt Oboro hier schon mal hinstellen zum Anlocken. Was ich gar nicht so verkehrt finde. Moso lasse ich auch mal hier. Und Kamui hier. Und jetzt würde ich sagen, wir gucken erstmal, was in der ersten Runde passiert. Gut, die Feuerkugel. Klar, dass die aktiviert wird, ist keine Überraschung. Und jetzt gehen die auf Kana, was verdammt wehtut. Ja, aber das war mir ja auch klar. Aber ich wollte die ja ganz gerne anlocken. Und sie überlebt es auch ganz knapp. Das ist schön. Ja, so klar, dass sie überlebt hat. Man kann natürlich immer im Vorfeld schlecht sehen, wie viel Schaden macht jetzt die Feuerkugel. Oh, ich mache eben sogar gar keinen Schaden mit der Adamantkeule. Interessant. Na gut. Also klar, die Feuerkugel ist... Ich weiß nicht, man kann es bestimmt irgendwie ausrechnen. Wie viel Schaden würde die denn machen? Oh, das ist voll okay. Ob das irgendwie von der Resistenz abhängt und dem Angriff des... oder der Magie des Magiers kann man vielleicht irgendwie ausrechnen. Weiß ich nicht so genau. Ja, es ist okay. Dann ist der nämlich schon mal weg. Aber Kana hat es ja überlebt. Das ist die Hauptsache. Und Oboro crittet erstmal jemanden weg. Ich meine, es ist natürlich nicht ganz so schön, jetzt da jemanden stehen zu haben, der so extrem angeschlagen ist, weil ich da potenziell wieder heilen muss, beziehungsweise Kana so ein bisschen verstecken muss jetzt. Aber ich wollte ganz gerne hier auf der linken Seite auch schon mal welche anlocken, weil ich weiß, wie gesagt, nicht, wie die sich verhalten, wenn die wirklich... Ach, Oboro. Wenn die wirklich alle auf mich zukommen, dann ist es mir lieber, wenn ich jetzt schon mal ein paar rausgenommen habe. Deswegen, ja, mal gucken. So, die rücken tatsächlich alle auf. Ihr rückt auf. Ihr rückt auch auf. Bah. Könnt ihr da hinten bitte mal stehen bleiben? Okay. Na gut. Die Party ist hier los. Gut, ihr, Kleie, steht direkt vor mir. Wie ist das jetzt hier? Lasst mich hier oben mal kurz gucken. So, ihr kommt bis da. Oh Gott. Hier ist so viel los. Ich glaube, ich möchte erstmal versuchen, die rechte Seite zu ignorieren. Ich glaube, das ist mir lieber. So, die Sache ist, Oboro ist natürlich schon ziemlich angeschlagen. Dementsprechend, wenn die hier von allem getroffen wird, ist nicht so geil. Ich könnte mit Kamui eventuell einen Berserker schon mal rausnehmen. Ja, höchstwahrscheinlich. Ich würde es auch zur Not überleben. Das heißt, ich könnte einen schon mal besiegen. Und ich könnte mit Ryoma auch den zweiten besiegen und dann mit Azura oder Oboro eventuell hier. Wer kommt denn hier an mich dran, wenn ich mich dahin stelle? Na, zu viele. Das müsste ich vielleicht eher auf Distanz machen. Na, die haben leider recht viel KP, ist die Sache. Das ist ein bisschen blöd. Rajat könnte es schaffen, eventuell. Die Sache ist, wenn der jetzt weg ist... Ne, du kommst nur bis da. Ich bin mir so unsicher, ob... Weil es ist so ein Feld, also so eine Einkerbung. Nicht, dass die dann doch eventuell drankommen, aber du kommst halt nur bis da. Du kommst bis
da ändert sich dann auch nichts und du kommst nur bis da. Also eigentlich dürfte da nichts passieren. Das Problem ist, dass wir dann ja immer noch hier die ganzen Charaktere haben, die ich irgendwie besiegen möchte. Aber eigentlich muss ich erstmal gucken, dass ich die Berserker auf dieser Seite wegbekomme, weil die machen halt unnormal viel Schaden. Und da habe ich so ein bisschen Angst. Es ist eine schwierige Situation, weil du jetzt von... Okay, weil du jetzt von drei Seiten angegriffen wirst. Du hast links die ganzen Leute, die auf dich zukommen, du hast rechts die Leute und eben auch von unten. Wenn die von unten schon mal weg sind, würde es mir schon mal besser gehen, auf jeden Fall. Die Sache ist, ich will mich jetzt auch nicht in so eine Ecke drängen lassen. Ich glaube, das wäre auch ziemlich fatal. Aber ich nehme mal an, das macht sogar guten Schaden, dass wir auf jeden Fall Ryoma für den Berserker brauchen. Oder Rajat. Das ginge auch. Ich glaube, ich nehme mal Rajat dafür. Ja, Rajat macht so unnormal viel Schaden, gerade bei diesen Gegnern hier. Aber es ist natürlich immer so ein gewisses Risiko damit verbunden, ganz klar. Ja, so wie in dem Fall leider auch. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Na gut, jetzt brauchen wir natürlich einen Charakter mehr. Dich könnten wir aus dem Spiel nehmen. Sache ist, könnte Oboro das auch? Ja, und Oboro würde 9, 16 Schaden nehmen. Im schlechtesten Fall, das würde sie überleben. Und da würde auch niemand an sie drankommen. Okay. Also Einheiten, die wirklich extrem gut austeilen können und dann auch noch so viel KP haben, echt eklig. Aber gut, er kommt gar nicht zum Angreifen, stimmt. Aber ich rechne manchmal den Schaden durch, obwohl mich der Gegner gar nicht trifft. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Oh, das war ein schönes Level-Up. Zwar keine Verteidigung dazu bekommen, glaube ich, aber trotzdem. So ein Azura könnte den jetzt hier auf jeden Fall mal eben außer Gefecht setzen. Jo, dann machen wir das auch. Haben wir jetzt leider einen Charakter mehr, ich sag mal, verbraucht, als ich gerne gehabt hätte auf dieser Seite. Weil Rajat nicht getroffen hat, aber gut. Das ist eben immer mit einem gewissen Risiko verbunden, wenn du nicht mit 100% angreifst. Da braucht man sich auch nicht zu beschweren. So, den könnte ich jetzt mit Ryoma zum Beispiel platt machen. Die Sache ist natürlich noch hier. Du wirst höchstwahrscheinlich mit deiner Feuerkugel stehen bleiben. Setsuna. Du kommst bis da. Ihr kommt auch wirklich. Höchstens der Zauberer kommt halt da noch dran. Aber ich glaube, auch wenn wir... Also wenn wir Saizo wegstellen, kommt er, glaube ich, ein Feld weiter. Wenn wir Rinka wegstellen... Ja, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. So, Setsuna, du könntest den Angeschlagenen auf jeden Fall rausnehmen. Du könntest hier guten Schaden machen. Du könntest... Ja, aber du könntest keinen killen. Aber du könntest den auf jeden Fall platt machen. Das ist schon mal gut. Hinoka. Hinoka macht leider hier nicht ganz so viel, aber kassiert gut. Wie viel macht Hinoka an so einem General? Wahrscheinlich auch nicht sonderlich viel, maximal 12. Okay, die Sache ist, Hinoka hat so eine schöne Fähigkeit, dass jeder in der Nähe mehr Schaden macht. Das finde ich ganz angenehm. Sprich, ich werde Hinoka mal hier hinstellen. Ah, mach lieber den, der hat keine Unterstützung. Können wir schon mal 20 machen? Ja, ich glaube, was anderes können wir auch nicht machen. Hinoka hat, wie gesagt, die Fähigkeit, dass jeder im Umkreis, ich glaube, plus 2 Schaden macht oder so. Deswegen ist es gar nicht verkehrt, sie da in die Mitte zu stellen. Das Problem ist, sie selbst macht halt nicht so viel Schaden. Sie ist eher so ein Resistenzmonster. Sie kann natürlich auch gerne critten. Das reicht zwar nicht, weil sie keine Crit-Waffe hat und es nur mal 3 macht. Aber sie hat ihn zumindest schon mal besser geschwächt als gedacht. So, Rinka. Rinka kann... Gut, du könntest hier rein theoretisch critten. Du könntest also 24 machen.
Oder du könntest 12 machen und eventuell critten. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Wer kann hier eigentlich am wenigsten machen? Ich vermute mal Midori, wobei du kannst sogar 14 Schaden machen. Mit einem Bogen vielleicht. Ja, aber jetzt auch. Wobei 26 ist gar nicht so verkehrt. Aber ich glaube, ich möchte den jetzt erstmal rausnehmen. Nimm aber ruhig mal, wobei, da hast du keine 100%. Dann nimm doch den Silber-Yumi. Dann ist der nämlich schon mal weg. Man muss hier echt so ein bisschen gucken. Ich glaube, wenn die erste Welle jetzt erstmal weg ist... Gut, das war jetzt nicht nötig, aber okay. Dann ist es schon mal ein bisschen besser, aber so viel Luft zum Atmen haben wir dann, glaube ich, auch noch nicht. Mal gucken. So, schön, ich habe wieder Gold gefunden. Kana ist natürlich jetzt so eine Sache. Ich glaube, 19? Nee, das geht leider so nicht. Kana ist eher Unterstützung dann vielleicht. Mosu, du kannst im besten Fall 22 machen. Du würdest aber auch ordentlich kassieren. Okay. Setsuna. Die Sache ist, will ich den jetzt schon mal? Ich würde immerhin 40 Schaden machen mit Hinoka zusammen. Also 42. Das wäre ja eigentlich schon mal ziemlich geil. Ich glaube, das mache ich auch. Vielleicht crittet sie ja auch mit 24%. Sie hat zweimal die Chance dazu. Aber nein, tut sie nicht. Na gut. Dann ist der auch schon mal gut angeschwächt. So. Was kann Saizo eigentlich machen mit dem Bushuriken? Na, es reicht leider nicht ganz, aber es würde ihn auch schon mal gut anschwächen. Das Problem ist, dass da auch der Magier drankommt. Okay. Ich glaube, ich werde jetzt aber erstmal gucken, dass der verschwindet. Weil der ist mir dann auch so ein bisschen ein Dorn im Auge. Okay, Ryoma hat zweimal getroffen, super. Wäre ein bisschen blöd gewesen, wenn nicht. Ich glaube zwar nicht, dass irgendwer gestorben wäre, aber gut. Und die von da oben kommen nicht dran. Ich markiere euch nur mal vorsichtshalber mit. Wobei, da kommt einer. Aber die Feuerkugel. Stimmt. Wenn ich die demarkiere, dann wieder nicht. Ja gut, die Feuerkugel, die kann mich ja zumindest nicht töten. So. Ich glaube, die Ausgangsposition ist gar nicht mal so schlecht. Kann Saizo auch... Oh, Saizo kann dem sehr, sehr guten Schaden machen. Und ist dann immer noch ziemlich safe, ne? Die Sache ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ich überlege halt, wenn ich den General dort beseitige, ob der dann gegebenenfalls weiterkommt. Und dann, da wo Saizo steht, Terror machen kann. Aber ich weiß es nicht. Ich überlege mal, ob ich vielleicht Selki dann hier hinstellen möchte, weil sie ist ja auch ziemlich safe und sie kann ihn auf jeden Fall besiegen. Nehmen wir mal die Bestienrune für mehr Resistenz. Ja, warum nicht? Dann kann Selki das auch übernehmen. Die macht tatsächlich auch ziemlich guten Schaden bei den ganzen Gegnern. Aber ist natürlich auch in dem Fall eine Glaskanone. Physisch. Ich meine, sie hält ein bisschen was aus. Mehr als Azura. Aber jetzt auch nicht so mega viel. Deswegen kann sie ruhig mal das Finishen übernehmen. Oh, mehr Resistenz. Sehr schön. 43, ey. So, du kommst jetzt bis da, aber das ist ja nicht so schlimm. Selbst wenn du jetzt noch dahin kommen könntest, wo Rinka steht, wäre ich hier ziemlich sicher. Okay. Selki mit Hinoka. Macht jetzt aber irgendwie nicht mehr so viel Schaden wie auf Distanz. Und ich würde ordentlich kassieren. Genau genommen würde ich sogar zu viel kassieren. Ha. Huh. Was ist mit Asugi? Nur mal so aus Interesse. Na, Asugi hat, glaube ich, auch nicht ganz so viel Durchschlagskraft wie sein Vater. Ach nee, wir wollten ja auch mit Saizo den da unten besiegen. Dumm, die dumm. Ich wollte gerade sagen, wo sind meine 48 Schaden hin? Stimmt, stimmt, wir wollten ja den hier übernehmen. Gut, dann machen wir das auch.
Die Sache ist, wir müssen immer noch natürlich den anderen General platt bekommen und der ist auch noch ganz voll. Aber wir haben auch noch Sakura, die ja potenziell noch magisch angreift. Und wir haben auch noch Asugi mit dem Bushuriken. Also das sollte hoffentlich gehen. So, ich würde dem hier 24 machen. Ich meine, dass er mir zu viel machen würde, wenn ich dort stehe, ist klar. Okay, was würde Sakura machen? Einiges, aber Sakura... Das ist das Problem, dass der halt bis da kommt. Kana. Kana könnte 19 machen. Wie viel kann Mosu machen? Im besten Fall... sie macht sogar einiges an Schaden. Oh, aber sie hat halt... Na, ich kann sie schlecht so positionieren, dass sie einen Partner hat. Also hier natürlich. Aber dem macht sie dann wieder nicht so viel. Ja, der ist auch schon ein bisschen geschwächt. Na gut, ich könnte aber... Du hast natürlich auch eine Chance, mich wegzukritten. Ist so die Sache. Ich könnte dir schon mal 10 Schaden machen. Dann wärst du auf 18 und dann müsste Kana das eigentlich one-hitted bekommen. 25 Schaden. Ja, aber hat der andere auch keine Unterstützung mehr. Das ist schon mal nicht schlecht. Also das ist, glaube ich, auch so eine Mission, wo ich mich nicht zwingend verbinden möchte. Natürlich trefft ihr auch beide, wobei ihr habt auch gute Chancen gehabt zu treffen. Weil ich glaube, das könnte... Ne? So, und Kana könnte den jetzt auf jeden Fall ganz sicher rausnehmen. Du hast auch keinen Vorteil oder so als Fähigkeit. Das wäre noch echt asozial. So. Die Sache ist, schaffe ich es jetzt, den anderen rauszunehmen? Mit Sakura und Asugi zusammen. Und Rinka. Also natürlich erstmal... will ich Asugi? Weil dann kriegt Asugi hier so viel Schaden. 29, dumm die dumm. Aber so macht er 24 plus 9. Ja, das reicht natürlich nicht. Und hier macht er nur 24. Aber ich glaube, es ist mir doch lieber, dass Asugi hier steht und den Schaden kassiert. Eventuell quittert er ja sogar, weil das hält er ja aus. Als wenn ich Sakura direkt daneben stelle. Weil ich glaube, die hält das auf gar keinen Fall aus. Das große Problem an der Sache ist jetzt natürlich, dass ich sehr viele Charaktere habe, die extremst angeschlagen sind. Und da kommen noch einige auf uns zu. Aber da muss man gucken. Kriegt Rinka das vielleicht sogar hin? Du kommst da ganz sicher nicht dran, ne? Selbst wenn du einen Schritt weiter gehen kannst, 1, 2, 3, 4, 5, 6, triffst du dort. 1, 2, 3, 4, 5, nee, also da dürfte Rinka ziemlich sicher stehen. Ja, sie wird es tatsächlich auch hinbekommen, das ist gut, weil dann kann ich Sakura nämlich schon mal benutzen, um irgendwen wieder zu heilen, anstatt mit ihr anzugreifen. Das finde ich ziemlich praktisch. Ja gut, das hättest du nicht machen müssen, aber nämlich. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle Gegner hier erstmal platt gemacht. Da unten steht noch der Feuerkugel-Typi. Zack. Ja, also klar, der kann uns hier nochmal übel treffen. Aber sonst... Warum stehen wir hier eigentlich alle in Reichweite? Das ist alles von der Feuerkugel? Moment... Das ist alles Feuerkugel und das andere ist die Feuerkugel von hier oben, ne? Ja. Na gut. Sakura. Bitte einmal das Sonnenfest. Ich glaube erstmal auf Asugi. Irgendwo muss ich ja anfangen. So, und jetzt mal gucken, was passiert. Gut, du schießt. Hat Rinka, glaube ich, nur ziemlich hart getroffen. Das hat nicht getroffen, das ist gut. Und ihr geht jetzt zusammen auf Selki. Gut, die kriegt halt den Schaden von der Unterstützung, so. Eventuell. Aber ist jetzt auch nicht so dramatisch.
So, ihr rückt auf. Ich beschleunige das mal so ein kleines bisschen. Aber ich glaube, dass auf den ersten Blick geht's noch. Also, dass nicht so viele Leute aufgerückt sind. Aber ich muss jetzt nochmal... Oh, hier sind einige aufgerückt. Boah, ihr kommt bis... Ihr kommt bis da. Achso, ich sollte hier vielleicht nochmal demarkieren. Ihr steht ja auch direkt vor meiner Nase. So, ihr kommt bis da. Du kommst auch wirklich nur bis da. Ich denke, guck immer so ein bisschen, wenn ich mich dann wegstellen würde und so. Und ihr kommt bis hier. Das Problem sind hier so ein bisschen die Erzritter, die ganz schön weit kommen. Gut, du stehst ja an der Feuerkugel. Du kommst bis da. Also wenn ich mich vor die Erzritter stelle, um anzugreifen, kommen die da auf jeden Fall noch mit dran. Okay, aber prinzipiell, ich muss die vier dort auf jeden Fall beseitigen und hoffentlich auch mal den Feuerkugeltyp hier unten. Das klappt nicht. Das klappt auch nicht so gut. Setsuna vielleicht? Setsuna könnte ihn beseitigen. Setsuna wird aber auch wieder kassieren eventuell. Aber ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, den jetzt auf jeden Fall beseitigt zu haben. Weil dann bekommen wir nicht mehr diesen permanenten Schaden jede Runde von wegen, hey, Feuerkugel, Feuerkugel. Das habe ich in der letzten Mission schon zu Genüge erlebt. Das muss ich jetzt hier nicht nochmal haben. So. Und Level 12. Oh, wow. Das war das beste Level-Up, was ich jemals gesehen habe. Das heißt, ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich die vier hier beseitige, was eigentlich nicht das Problem sein sollte. Und dann muss ich mir überlegen. Also ich könnte natürlich einfach aus deren Reichweite rausgehen. Erstmal. Ah, dann habe ich aber die natürlich vor der Nase da unten. Mal gucken. Aber ich glaube, die Ausgangsposition selbst ist jetzt nicht so verkehrt. Azura kommt da auf jeden Fall weg. Gut, ihr seid wahrscheinlich durch Rajat blockiert. Rajat kommt auf jeden Fall weg. Ryuma würde bis hier unten auf jeden Fall kommen. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier wird getroffen. Ja gut, also ich würde so halbwegs wegkommen, denke ich. Vielleicht nicht alle, aber die meisten. Aber gut, ich glaube, wir haben uns gar nicht so dumm angestellt jetzt am Anfang. Wir müssen nur gucken, dass wir weiterhin konzentriert spielen. Weil ansonsten kann das nämlich ganz schnell ins Auge gehen. Ich würde auf jeden Fall sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Fates. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute!